Es war ein düsterer Tag, als der verzweifelte Reisende seine beschwerliche Reise zu einem weisen Meister antrat. Seine Augen spiegelten den Schmerz und die Leere wider, die sein Herz erfüllten, seit seine geliebte Frau von ihm gegangen war. Seine Frau war im jungen Alter aufgrund einer seltenen Krankheit ums Leben gekommen. Er hatte den Glauben an das Leben verloren und fand keinen Weg mehr aus seiner tiefen Verzweiflung. Der Weg vor ihm war voller Herausforderungen und Hindernisse. Doch er war fest entschlossen, Antworten auf die Fragen zu finden, die seine Seele quälten. Er hatte gehört, dass der weise Meister, der tief in den Bergen lebte, das Geheimnis des Lebens und des Todes kannte. Und so begann seine Reise, die ihn durch wilde Wälder, gefährliche Flüsse und stürmische Gebirge führen würde. Nach vielen Wochen des Wanderns und Überwinden von Prüfungen erreichte der Reisende schließlich die abgelegene Hütte des weisen Meisters. Der alte Mann, dessen Augen die Weisheit der Jahrzehnte trugen, empfing ihn mit einem milden Lächeln. »Warum bist du hier, junger Freund?«, fragte der Meister, als er den Schmerz in den Augen des Reisenden erkannte. Der Reisende erzählte seine Geschichte von Liebe und Verlust, von seiner tiefen Trauer und seiner Suche nach Antworten. Er flehte den weisen Meister an, ihm zu helfen, den Sinn des Lebens und des Todes zu verstehen. Der weise Meister nickte verständnisvoll und bat den Reisenden, Platz zu nehmen. Dann begann er zu sprechen. »In allem gibt es eine Zeit. Eine Zeit zum Geborenwerden und eine Zeit zum Sterben. Der Tod ist ein unvermeidlicher Teil des Lebens, und wir müssen lernen, ihn zu akzeptieren.« Der Meister erzählte dem Reisenden von der Natur des Lebens und des Todes, wie sie untrennbar miteinander verbunden sind, wie der Tod Teil des Kreislaufs des Lebens ist. Er sprach von Erinnerungen und Momenten, die im Angesicht des Todes wieder auftauchen, von der Bedeutung der kleinen Dinge im Leben. »Der Tod ist nicht das Ende, sondern ein Übergang«, sagte der Meister. »Der Tod ist wie das Verlassen eines Raumes, um in einen anderen Raum zu treten. Unsere Seele findet ihren Weg zu einem neuen Leben, zu einer neuen Erfahrung. Die Seele lebt weiter, und unsere Erinnerungen und Taten hinterlassen Spuren in der Welt. Wir sind miteinander verbunden, und die Liebe, die wir teilen, ist unvergänglich.« Der Reisende hörte aufmerksam zu, während der weise Meister ihm Einsicht in die Natur des Lebens und des Todes gab. Er erkannte, dass der Tod nicht das Ende von allem war, sondern ein neuer Anfang, ein Teil des größeren Ganzen. Am Ende seiner Lehre fragte der Reisende den Meister, wie er mit seiner Trauer und seinem Verlust umgehen solle. Der Meister lächelte und sagte: »Ehre die Erinnerung an deine geliebte Frau, indem du weiterlebst und die Schönheit des Lebens schätzt. Lasse die Liebe, die ihr geteilt habt, in deinem Herzen weiterleben.« Der Reisende verließ die Hütte des weisen Meisters mit einem Gefühl der Erleuchtung und Hoffnung. Seine Reise war zwar noch nicht vorbei, aber er trug nun die Weisheit des Meisters in seinem Herzen. Er hatte gelernt, dass der Tod ein Teil des Lebens ist und dass die Liebe, die wir geben und empfangen, unvergänglich ist. Während er den beschwerlichen Weg zurückging, spürte der Reisende, wie sich sein Herz langsam heilte. Er wusste, dass seine geliebte Frau immer bei ihm sein würde, in seinen Erinnerungen und in seinem Herzen. Und er hatte die Gewissheit, dass das Leben trotz aller Herausforderungen und Verluste weiterging, voller Schönheit und Wunder. Und so wanderte der Reisende zurück in die Welt, erfüllt von der Weisheit des weisen Meisters und bereit, das Leben in all seiner Vielfalt anzunehmen, wissend, dass der Tod nur ein Teil des unendlichen Kreislaufs des Lebens war.